Liebe Kolleginnen, liebe Gäste, ich heiße Sie willkommen zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen unserer kleinen Reihe des Archaeological Heritage Networks, in der wir ein paar ausgewählte Projekte und Perspektiven des Netzwerks vorstellen und die Frage diskutieren, wie die Projekte und wie unsere Netzwerkpartner mit den aktuellen Herausforderungen umgehen. Im Zentrum der heutigen Veranstaltung steht das Projekt Post-Conflict Recovery of Cultural Heritage, des Fachgebiets Historische Bauforschung und Baudenkmalpflege hier an der TU in Berlin und damit die Frage nach der Vermittlung von Grundlagen der Bau- und Schadensdokumentation und dieses Jahr nicht in der Ferne in Amman und Beirut, sondern komplett aus der Ferne hier von Berlin aus. Das Projekt wird im Rahmen der Stunde Null-Initiative des ARCHONET vom Auswärtigen Amt gefördert. Ich freue mich, dass das Projekt von einem Dreier-Team, nämlich von Mada Saleh, Katharina Sam und Claudia Winterstein, vorgestellt wird. Die beiden Ersteren sind Koordinatorin des Projekts an der TU Berlin. Claudia Winterstein war im Rahmen eines Lehrauftrags konzeptionell für den Bauaufnahmeteil verantwortlich. Gemeinsam haben sie wegen der aktuellen Reisebeschränkung bis letzte Woche ganze 5 Wochen am Stück Online-Lehre gemacht. Das werden sie ja gleich selbst berichten. Ihre Präsentation bildet den Einstieg in eine Diskussion, an der neben den beiden Projektkoordinatorinnen auch Frau Professor Thekla Schulz-Bries, Leiterin des Masterstudiengangs Historische Bauforschung und Denkmalpflege an der TU Berlin, Dr. Julian Bauch, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baugeschichte der TU Braunschweig und Professor Dietmar Kurapkat, Leiter des Masterstudiengangs Historische Bauforschung an der UTH Regensburg, teilnehmen. Ich begrüße alle Referentinnen und Diskussionsteilnehmer. Und ich begrüße Sie, liebe Gäste. Mein Name ist Katja Pieska. Ich darf Sie bereits jetzt besonders herzlich einladen, ich will sagen geradezu auffordern, sich über den Knopf F und A, Fragen und Antworten, am unteren Bildrand an unserer Diskussion aktiv zu beteiligen und Fragen an unsere Referentinnen und Referenten zu richten. Und damit gehen wir in Medias Res, wobei ich Ihnen zunächst die drei Referentinnen kurz vorstellen möchte. Mada Saleh ist seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin. Sie ist studierte Architektin, hat aber auch Archäologie an der Universität in Aleppo studiert. Von 2011 bis 2013 hat sie dann den Masterstudiengang Denkmalpflege hier in Berlin absolviert und mit einer Arbeit zum Basar von Erbil abgeschlossen. Darauf aufbauend arbeitet sie an einem Promotionsvorhaben zu der Titel Erbil North Iraq, Strategies of Urban Rehabilitation and Heritage Conservation in the Tranquil Existing Old City. Katharina Sam ist ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin. Sie hat klassische Archäologie an der Universität Heidelberg studiert und anschließend den Masterstudiengang Historische Bauforschung an der UTH Regensburg absolviert. Abgeschlossen hat sie den Studiengang mit einer Arbeit zu Bauteilen des mittleren Hafentores von Ephesos. Und Ephesos ist auch ihr Promotionsprojekt gewidmet. Sie arbeitet oder sie untersucht das mittelalterlich spätantike Stadtquartier südlich der Marienkirche. Claudia Winterstein ist Lehrbeauftragte im Masterstudiengang hier in Berlin und war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie war auch mal wissenschaftliche Hilfskraft am Architekturreferat. Ihr Studium in Karlsruhe hat sie mit einer Arbeit zu einem Zeitmanagement-Konzept am Döbeck die Teppe abgeschlossen. Und ihr Promotionsvorhaben gilt dem Schickahane Köschkü in Selinus, einem mutmaßlichen Kenotaph des Kaisers Trajan an der türkischen Südküste. Ich freue mich, dass die drei unserer Einladung gefolgt sind und eben jenes Projekt Post-Conflict Recovery of Cultural Heritage im Allgemeinen, aber insbesondere das Corona-bedingte Experiment einer vollständig digitalen Lehre in den letzten 5 Wochen heute hier vorstellen und damit Ihre ganz frischen Erfahrungen mit uns teilen. Liebe Kollegin, Sie haben das Wort. Liebe Frau Pieske, vielen Dank für Ihre nette Einführung und die Einladung, die es uns ermöglicht, unserem Projekt heute in diesem Rahmen vorzustellen. Unser Projekt Post-Conflict Recovery of Cultural Heritage ist eine indirekte Fortsetzung des Projektes Master of Architectural Conservation, das im GTU 2016 in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen, mit der großzügigen Unterstützung des DAADs und der Auswärtiges Amt gestartet wurde. Die Rolle unserer Fachgebiet bestand damals darin, eine Art Blockkurse innerhalb der Module des Masterprogramms zu unterrichten. Die Blockkurse waren sehr wichtig, hatten aber keine Kontinuität und keine richtige Fortsetzung im Rahmen des Masterprogramms. Aus diesem Grund entstand 2019 ein neues Projekt, der
oder besser gesagt eine neue Idee, um Bauaufnahme, Bauforschung und Baudenkmalpflege zu vermitteln. Insbesondere geht es darum, was die wichtigsten Schritte in Nachkriegssituationen sind und wie man zum nachhaltigen Schutz von Kulturgütern beitragen kann. Das Projekt Post-Conflict Recovery, es ist 2019, wie bereits erwähnt, zustande kam. Es ist eine Miniaturausgabe unseres Jahrgangsprojekts im Masterstudiengang Historische Bauforschung und Baudenkmalpflege. Die Studierenden sollen die verschiedenen Methoden der Bauaufnahme, Bauforschung und Denkmalpflege in einem konkreten Objekt erlernen. Anschließend sollen die Studierenden die erlernten Methoden an einem konkreten Objekt ihrer Wahl selbstständig durchführen. Natürlich mit Online-Unterstützung durch unsere Lehrkräfte hier in Berlin. Am Ende müssen die Studierenden ihre Ergebnisse in einem Bericht abliefern und für eine neue Publikation vorbereiten. Das Trainingsprogramm dauerte insgesamt 5 Monate. Während dieser 5 Monate wurden 2 thematische Blockkurse in Jordanien und im Libanon durchgeführt. Danach in Jordanien konzentrieren wir uns auf die Antike, während im Libanon der Schwerpunkt auf dem modernen Erbe oder besser gesagt dem Erbe des 19. bis 20. Jahrhunderts. Daher unterscheiden sich beide Teile der Denkmalpflege nur in die 2. Blockkurse. Also in Libanon ging es wirklich um die Materialschadenskartierung und Konzepte, da wir an modernerer Denkmalpflege sind. Und in Amman ging es um die Restaurierung und Zeitmanagement, da wir im Rahmen der Antike sind. Da unser Projekt im Rahmen einer Universität der TU Berlin und in Zusammenarbeit mit anderen Universitäten der GJU in Amman und Lebanese University in Lebanon durchgeführt wird, unsere Zielgruppe waren junge Hochschulabsolventen und Akademiker aus diesen Ländern. Grundsätzlich könnte eigentlich sich jeder bewerben. Allerdings war der Zahl der Bewerber 2019 wirklich enorm. Mit über 360 Bewerbern sind wir überwältigt worden. Die meisten Bewerber kamen aus der MENA-Region, obwohl manche kamen aus den EU-Ländern und aus der Türkei und Russland. Das Projekt wurde 2019 erfolgreich abgeschlossen und das war ein echter Erfolg. Wir haben 24 Teilnehmer erreicht. Darüber hinaus ihre Freunde und Bekannte, die alle von diesem Kurs und unseren Methoden, sozusagen die deutschen Methoden, begeistert waren. Auch die selbstständige eigene Projekt sind erfolgreich abgeschlossen worden. Von 10 Gruppen hatte nur eine einzige Gruppe Schwierigkeiten, aber alle anderen Projekte sind längst abgeschlossen und haben zu beeindruckenden Ergebnissen geführt. Man konnte auch sehr klar sehen, wer alle Methode und Ziele verstanden hat. Daher hat unser Projekt 2020 fast die gleiche Struktur wie das Projekt 2019, mit einem Hauptunterschied. Dieses Mal wollten wir, dass alle Teilnehmer an einem Ort sich treffen, entweder in Beirut oder Amman. Was uns im vergangenen Jahr fehlte, ist die Vernetzung innerhalb der beiden Gruppen in Jordanien und in Libanon, was wir dieses Jahr unbedingt machen wollten. Die Ankündigung wurde Anfang Juli offiziell bekannt gegeben und wir waren besorgt, wirklich besorgt, dass wir mit all den wachsenden Krisen im Nahen Osten, insbesondere mit der Corona-Pandemie, vor einer neuen Herausforderung stehen würden, nämlich niemand wahrscheinlich wird sich daran interessieren. Sie haben genügend Probleme. Überraschendweise waren viele daran interessiert. Etwa 500 Bewerber aus der ganzen Welt, dank der Archaeological Heritage Network Webseite, könnten wir Menschen sogar in den USA, Pakistan und Indien erreichen. Obwohl sie nicht zu unserer Zielgruppe gehörten, war es schön, das weltweite Interesse an unserem Programm zu sehen. Die meisten Bewerber kamen allerdings wie vor aus der MENA-Region. Aus Europa haben wir mehrere Länder zugewonnen und wie bereits erwähnt, Pakistan, Indien und sogar den USA. Trotz die überwältigende Situation mit der Vielzahl an den Bewerbern müssten wir schnell und effektiv einen anderen Plan finden, der aktuellen Maßnahmen der Corona-Pandemie entspricht und die Inhalte unseres Kurses gut vermitteln lässt.
Zu diesem Zeitpunkt war es klar, dass wir im Sommer 2020 nicht nach Jordanien oder in den Libanon fliegen dürfen. Und wir noch keine Erfahrungen in Online-Unterricht von praxisorientierten Inhalten und wir wüssten auch nicht, ob wir im Herbst wirklich dorthin fliegen könnten oder nicht. Deshalb, an diesem Zeitpunkt, nahmen wir sofort Kontakt zu unserem Alumni-Netzwerk auf, die sich vom ersten Moment bereit erklärt haben, unsere Hände und Augen vor Ort zu sein. Unser beliebtestes Jahrgangsprojekt müsste mit einer Mischung verschiedener praktischer Übungen getauscht worden. Die Kernidee war sehr einfach. Die Flying Professors vermitteln die theoretische Input online. Danach demonstrieren wir die Inhalte mit Unterstützung der Alumnis, die Objekte vor Ort schon eigentlich kennen. Danach machen die Studierenden ihre eigene Arbeit, natürlich mit praktischer Hilfe des Lehrbeauftragten oder besser gesagt unserer Alumnis. Meine Kollegin Claudia Winterstein wird gleich ausführlicher darüber berichten. Wir könnten unseren alternativen Plan dadurch auf diesen Konzepte aufbauen. Unser neuer Plan bestand aus einem Online-Hauptblock und einem zusätzlichen Übungsblock vor Ort. Im Online-Block würden alle Inhalte oder besser gesagt wirklich die Kerninhalte unterrichtet werden. Dies funktioniert für alle Teile mit Ausnahme der Restaurierung sehr gut. Es war wirklich unmöglich, aus der Ferne was anzufassen, was riechen oder wirklich zu fühlen. Deshalb unterrichteten meine Kollegen Herr Riefel und Vania Wiedekind alles theoretisch. Wir waren sehr optimistisch, dass das praktische Ausbildung bald stattfinden würde. Aber leider hat die tragische Explosion in Beirut unsere praktischen Ausbildung über Bord geworfen. Und Anfang August war uns klar, dass es nicht klappen würde. Also sind wir von unserem alternativen Konzept in die aktuellen abgewichen, Konzept gewechselt sind, das derzeit praktiziert wird. Der Online-Blog liegt hinter uns aus, wie schon Frau Piske erwähnt hat, und die Studenten haben bereits mit eigenen Projekten begonnen. Um sie weiter zu unterstützen, planen wir derzeit einige Kollegien, in denen sie ihre Arbeit vorstellen und Input und Feedback von verschiedenen externen Professoren hören werden. Natürlich immer in Begleitung unserer Lehrassistenten und unserer eigenen Begleitung. Meine Kollegin Katharina Sam wird darüber berichten, wie alles tatsächlich umgesetzt wird und würde. Ja, vielen Dank, Mada. Auch wenn wir selber nicht vor Ort sein konnten, haben wir trotzdem alle Teilnehmenden ermutigt, sich wo möglich und erlaubt in Kleingruppen zu treffen und den Kurs gemeinsam zu bestreiten. Wie auch diese Veranstaltung heute, fand aber natürlich unsere Hauptlehre von Berlin aus online statt. Und ich möchte jetzt kurz die Hilfsmittel vorstellen, die uns dabei unterstützt haben. Bereits in der Lehre hier im Sommersemester in Berlin haben wir festgestellt, dass sich zumindest theoretische Inhalte sehr gut auch online vermitteln lassen. Über die Uni-Lizenzen konnten wir Zoom nutzen und auf dieser Plattform können bis zu 49 Personen gleichzeitig zu sehen sein, was die Interaktion erleichtert und so eine lebendige Diskussion ermöglicht. Eine ganz neue Herausforderung war es jedoch, die eigentlich zutiefst praktischen Inhalte unseres Trainingskurses über dieses Medium zu transportieren. Man kann natürlich seine Präsentation zeigen und Vorträge halten, wie wir das auch jetzt tun. Darüber hinaus kann man aber auch andere Inhalte oder seinen ganzen Bildschirm freigeben. Die Teilnehmenden können dann live verfolgen, was wir auf unseren Rechnern tun. Gerade zur Vermittlung digital gestützter Dokumentationsmethoden, wie in diesem Fall Beispiel hier der 3D-Fotogrammetrie, ist dies sehr praktisch und funktioniert auch sehr gut. Allerdings ist es ja durchaus bekannt, dass sich Erkenntnisse besser einprägen, wenn sie gemeinsam erarbeitet werden. Hilfreiche Programme hierfür sind sogenannte Whiteboards. Wenn man als Dozent sein Whiteboard freigibt, kann man über ein Touchscreen oder auch mit Hilfe eines Zeichentablets zum Beispiel einfache Skizzen auf dem weißen Hintergrund anfertigen. Man kann aber auch, wie hier in diesem Beispiel zu sehen, ein Foto auf die Oberfläche laden und kann dann darauf im Austausch mit den Teilnehmern mit verschiedenen Stiftdicken und Farben bestimmte Details hervorheben.
Was nicht so gut funktioniert, sehr zu unserem Leidwesen, ist es, auf fremden Präsentationen Markierungen anzubringen. Es gibt zwar eine Kommentierungsfunktion bei Zoom und man kann mit Pfeilen, Rechtecken oder Strichen Bereiche markieren. Allerdings dauert das selbst bei der besten Internetverbindung noch sehr lange, sodass das keine dauerhafte Lösung ist. Aber es ist sehr praktisch, weil Mada hat ja schon erwähnt, dass die Teilnehmenden in Anschluss an unseren Workshop auch eigene Projekte bearbeiten sollten und die erlernten Methoden dort anwenden sollten. Und Teil des Workshops war es schon, dass sie zweimal die Möglichkeit hatten, ihre Projekte vorzustellen und auch schon Ideen zu entwickeln zum konkreten Vorgehen. Und das hier ist zum Beispiel ein Vorschlag einer Arbeitsgruppe zur Anlage eines unabhängigen Messsystems, um diese kleine Kapelle hier aufnehmen zu können. Und das hier ist sozusagen die Korrektur. Über diese Kommentarfunktion in Zoom konnten hier neue Achsen eingezeichnet werden und generell Hinweise gegeben werden zum Vorgehen vor Ort. Die Arbeitsgruppe konnte sich dann dieses als Screenshot speichern und es verwenden, wenn es darum ging, konkret anzufangen mit der Arbeit am eigenen Objekt. Die Grundlage unseres neuen Konzeptes war es, als dass alle Arbeitsschritte, die die Teilnehmer erlernen sollten, zuerst einmal von uns selber in Berlin durchgeführt werden sollten. Ziel war es dabei, den Teilnehmenden einen möglichst barrierefreien Blick in die einzelnen Arbeitsschritte und in deren Umsetzung zu geben. Zu diesem Zweck benutzten wir diese nette kleine Action-Cam hier, die über ein 4 Meter langes USB-Kabel mit dem Computer verbunden und als Webcam benutzt werden kann. Die hat natürlich eine sehr viel bessere Auflösung als die integrierten Laptop-Kameras. Und zweitens ist sie natürlich sehr viel handlicher als ein Laptop. Man kann ganz nah ran und kleine Details zeigen. Das hier ist mal so als ein Beispiel von einem Foto, das diese Kamera aufgenommen hat. Und damit kann man eigentlich so simulieren, als stünden die Teilnehmer zusammen mit uns vor dieser Mauer und würden mit uns arbeiten. Ein weiteres sehr nützliches Hilfswerk waren auch diese kabellosen Headsets, die wir hier haben. Mit einer Reichweite von 30 Metern kann man sehr gut den Laptop irgendwo hinstellen, wo er nicht im Weg ist, und selber hier an die Mauer gehen, was messen, was zeigen, und kann trotzdem noch in einer sehr guten Soundqualität der Diskussion und dem Gespräch mit den Teilnehmern folgen. Trotzdem lässt sich natürlich nicht alles aus der Ferne vermitteln. Besonders problematisch fanden wir die Korrektur und die Rückmeldung. Also bei einer Bauaufnahmeübung, die wir als Präsenzveranstaltung durchführen, geht man permanent rum, guckt auf jedes Blatt und sieht dann sehr schnell, okay, da macht jemand Fehler beim Messen, da macht jemand Fehler beim Zeichnen. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn man nur vor einem Bildschirm sitzt. Da kriegt man nur genau das zu sehen, was einem gezeigt wird. Man sieht also die Ergebnisse und nicht den Prozess. Und daher kam, wie bereits von Mada erwähnt, den Alumni eben eine besondere Bedeutung zu, die sich bereit erklärt hatten, uns als Teaching Assistants vor Ort zu unterstützen, die Teilnehmenden während der selbstständigen Arbeit zu betreuen und auch mal komplizierte Sachverhalte ins Arabische zu übersetzen, weil die eigentliche Kurssprache durchgehend Englisch war. Das letzte sehr nützliche Hilfsmittel, das wir zur Verfügung hatten, war die iDAI-Tutorial-Plattform des DAI, wo uns vom ARCANET dankenswerterweise ein eigener Kurs eingerichtet wurde. Zum einen ermöglicht diese Plattform eine Vernetzung aller Teilnehmenden untereinander und zum anderen ist sie auch ein sehr praktisches Hilfsmittel bei der konkreten Durchführung des Kurses. Links sehen Sie die Kursstruktur mit den einzelnen Modulen. Und im Hauptbereich kann dann diesen einzelnen Modulen jeweils Lehrmaterialien zugeordnet werden. Wir haben das zum Beispiel genutzt, um den Teilnehmern Rohdaten zur Verfügung zu stellen, die sie dann in den Übungen weiterverarbeiten konnten, oder Handouts. Oder was auch ganz wichtig war, PDFs von den Präsentationen, weil es aufgrund von technischer Probleme doch immer wieder vorkam, dass einzelne Teilnehmer nicht dem kompletten Kurs folgen konnten.
Aber auch die Teilnehmenden konnten hier ihre eigenen Präsentationen und Arbeitsergebnisse hochladen und sowohl uns als auch eben den anderen Kursteilnehmenden zur Verfügung stellen. Das waren die Hilfsmittel, auf die wir uns berufen haben. Und nun wird Claudia noch einmal näher auf das Konzept eingehen, das wir zur Durchführung der Bauaufnahme und Bauforschung aus der Ferne entwickelt haben. Ja, vielen Dank, Katharina. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Im letzten Drittel unserer Präsentation möchte ich Ihnen nun in aller Kürze die Online-Lehre in Bauaufnahme und Bauforschung vorstellen und Ihnen einen kurzen Einblick in den Ablauf und die Ergebnisse bieten. Bei der Bauaufnahme, der Bauforschung und den Voruntersuchungen für die Denkmalpflege handelt es sich natürlich in ganz besonderem Maße um praxisorientierte Inhalte. Für deren erfolgreiche Vermittlung ist sowohl die Arbeit am Untersuchungsobjekt als auch der direkte Austausch zwischen den Lehrenden und den Lernenden unerlässlich. Daher war nicht nur in der Fachwelt, sondern ganz besonders auch bei uns zu Beginn die Skepsis groß, inwiefern diese Inhalte aus der Ferne und ohne direkten Kontakt überhaupt vermittelbar sind. Aber, wie allgemein bekannt, ließ uns die neue Situation der weltweiten Pandemie keine andere Wahl. Wir hatten nur eine relativ kurze Phase zur Vorbereitung der Online-Lehre, sodass wir die Wochen der Webinare als eine Art gesteuertes Experiment mit fester Struktur angesehen haben, dessen Details während der Durchführung jedoch fortlaufend den Erfordernissen angepasst wurden. Besonders wichtig war uns dabei, dass die Grundzüge des Trainingsprogramms erhalten werden konnten, das ja, wie von Madassali bereits dargestellt, im letzten Jahr erfolgreich vor Ort in Amman und Beirut stattfinden konnte. Die entscheidende Grundlage der Bauforschung ist selbstverständlich die direkte, unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand. Auch wenn sich mit technischem Fortschritt die Aufnahme und die Untersuchungsmethoden ständig weiterentwickeln, so ist dieses Grundprinzip heute nicht anders als vor 200 Jahren. Dieses Grundprinzip stand daher im Zentrum unserer gesamten Online-Lehre. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten lernen, das Bauwerk selbst als Quelle für die verschiedensten Informationen zu nutzen. Und zwar wichtig, ihnen zu verdeutlichen, dass es bei der Bauaufnahme nicht allein um die technische Erfassung räumlich-geometrischer Gegebenheiten geht, sondern um das Analysieren und das Verstehen, um den Erkenntnisgewinn über das jeweilige Gebäude. Ihnen wurde vermittelt, dass diese Erkenntnis, gewonnen aus der Dokumentation des Bestandes, eine ganz entscheidende Grundlage für die Entwicklung tragfähiger Konzepte im Bereich des Kulturerhalts und der Denkmalpflege ist. Die Kursteilnehmer sollten möglichst viel Gelegenheit für die eigene Auseinandersetzung mit dem Objekt erhalten. Sie sollten genau hinschauen, berühren, verstehen, möglichst auch den sogenannten Aha-Effekt der Bauforschung bekommen, sprich selbst erleben, dass durch das genaue Hinschauen eine Fülle von meist ganz überraschenden neuen Beobachtungen gemacht werden, die die Kenntnis über das jeweilige Gebäude deutlich erweitern, beispielsweise zu baulichen Veränderungen und Bauphasen oder auch zu Schäden und deren Ursachen. Während sich bei der regulären Bauaufnahmelehre die einzelnen Arbeitsschritte im gemeinsamen Arbeiten vor Ort ergeben, sozusagen fließend auseinander heraus entstehen, so wurde schnell deutlich, dass für die Vermittlung aus der Ferne eine klare Struktur mit relativ kleinteiliger Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte geschaffen werden muss. Die dreiwöchige Lehre der Bauaufnahme und Bauforschung wurde daher in vier aufeinanderfolgende Module gegliedert. Jedes dieser Module bestand aus einem Theorieteil und aus praktischen Übungen. Zu Beginn standen zwei Grundlagenmodule, mit denen die technischen Fertigkeiten im Handaufmaß und in der Anwendung der 3D-Fotogrammetrie oder Structure from Motion vermittelt wurden. Darauf folgte in Modul 3 die Kombination der erlernten Methoden unter den Realbedingungen eines eigenen kleinen Projekts, das die Teilnehmer vor Ort mit Unterstützung der Lehrassistenten selbst wählten und in Kleingruppen bearbeiteten. Die erstellte Bauaufnahme diente als Grundlage für den in Modul 4 anschließenden Bauforschungs- und Analyseteil. Im Modul zum Handaufmaß wurde ein Fenster oder eine Tür aufgenommen. Grund dafür ist die einfache Zugänglichkeit eines Objekts, das jeder aus seiner alltäglichen Anschauung kennt, das aber bei überschaubarer Größe dennoch ein recht komplexes Gebilde darstellt. Von Anfang an stand damit der Zweck der Bauaufnahme im Mittelpunkt, nämlich das Verständnis von Konstruktion und Gefüge.
Dementsprechend ging natürlich auch die Übung im Modul zu SFM über die eigentliche Modellerstellung hinaus. Vielmehr wurde vermittelt, wie die Fotogrammetrie mit der Erstellung maßstäblicher Bildpläne als Werkzeug für die Bauforschung und die Denkmalpflege genutzt werden kann. Mada und Katharina erwähnten bereits, dass alle Übungen auch von uns in Berlin als Praxisdemonstration mitgemacht wurden. Sie sehen hier unsere jeweiligen Übungsobjekte, nämlich Treppenhausfenster und Eingangstor eines typischen Berliner Gründerzeitbaus. Unsere Übung im zusammenfassenden Modul 3 führten wir an dieser Hofmauer mit angebautem Schuppen durch, was den Charme hatte, dass die vorhandenen Schäden und Verformungen den Sinn einer verformungsgerechten Bauaufnahme besonders deutlich machten. Hier sehen Sie den Ablaufplan für die erste Kurswoche. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf Details eingehen, sondern nur verdeutlichen, dass es, wie bereits auch von Mada kurz erwähnt, ganz verschiedene Lehr- und Lernformate in unserem Webinar gab. Wie der bunte Plan zeigt, kam es zu einem steten Wechsel zwischen theoretischer Grundlagenvermittlung und praktischer Durchführung und Einübung der einzelnen Arbeitsschritte. Die verschiedenen Lehrformate führten zu einem abwechslungsreichen Kursablauf, der insgesamt viel Raum für Austausch, Kommunikation und Interaktion bot. Dadurch, dass die Sinne der Kursteilnehmer auf verschiedenen Ebenen angesprochen und die einzelnen Schritte in Theorie und Praxis wiederholt wurden, konnten die Kursinhalte nachhaltig aufgenommen und verinnerlicht werden. Die folgenden Folien sollen Ihnen kurz den Ablauf der einzelnen Arbeitsschritte mit den jeweils aufeinander aufbauenden Lehr- und Lernformaten vorstellen. Zu Beginn stand jeweils eine theoretische Einführung in Form einer Vorlesung, für die selbstverständlich auch Publikationen, wie das hier an dieser Stelle vor 14 Tagen präsentierte Handbuch zur Bauaufnahme, hilfreich waren. Außerdem gab es am jeweiligen Workflow orientierte Präsentationen, unten rechts zu sehen, die den Teilnehmern künftig als Erinnerungsstütze und Handout dienen können. Es folgte der Praxisteil mit der praktischen Demonstration der Arbeitsschritte durch uns hier in Berlin, bei dem die Kursteilnehmer per Videokonferenz zugeschaltet waren und Live-Fragen stellen konnten. Nebenbei entstanden durch unsere Übungen jeweils Musterlösungen, die im Weiteren mit den Teilnehmern diskutiert werden konnten. Auf dieser Grundlage machten sich die Kursteilnehmerinnen an die eigene Umsetzung der Übung. Wichtig war uns dabei, sie zur Arbeit mit begrenzten Ressourcen zu befähigen. Neben den persönlichen Computern kamen lediglich einfache Hilfsmittel zum Einsatz, wie hier zum Beispiel zu sehen, Schlauch- und Wasserwaage oder mit Schnüren gespannte Achsen. Die Zwischenstände der einzelnen Arbeitsgruppen wurden jeden Tag besprochen und korrigiert. Hilfreich dafür war das von Katharina bereits angesprochene digitale Whiteboard. Zum Abschluss jeder Übung gab es eine Zusammenkunft aller Beteiligten, bei der die Gruppen über ihre Erfahrungen berichteten und ihre Ergebnisse zur Diskussion stellten. Was sind nun die Ergebnisse unseres Webinars zur Bauaufnahme und Bauforschung? Zuerst einmal möchten wir erwähnen, dass dieses Experiment mit offenem Ausgang deutlich positiver und produktiver verlief, als wir je gedacht hätten. Hier sehen Sie exemplarisch einige Ergebnisse der Übungsmodule 3 und 4. Detaillierte Bauaufnahmezeichnungen, Befunde, die am Bau beobachtet wurden, erste Überlegungen zu Bauphasen und zum Einsatz unterschiedlicher Materialien und Mauerwerkstechniken. Diese Dokumentationen stellen die Basis für eine darauf aufbauende Schadenskartierung und Schadensanalyse dar. Insgesamt haben wir damit das grundlegende Werkzeug für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit dem Baudenkmal. Wir alle, Lehrende und Lernende, waren sehr positiv überrascht, wie weit wir mit den Möglichkeiten der Online-Lehre gemeinsam gekommen sind. Auch auf diesem Wege war eine erstaunlich lebhafte Kommunikation möglich. Es entstanden fruchtbare Diskussionen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten sehr aktiv und engagiert vor Ort mit. Diese positiven Effekte waren unserer Erfahrung nach nur möglich durch die Unterstützung der Lehrassistenten vor Ort und durch die Kombination der verschiedenen Lehrformate, die eine starke Interaktion ermöglichten. Zum Abschluss unserer Präsentation möchten wir nun noch zwei der Beteiligten vor Ort im Libanon zu Wort kommen lassen. Einmal Maisa Saiter, eine unserer Lehrassistentinnen, und im Anschluss Rami Sawara, einen der diesjährigen Teilnehmer des Trainingsprogramms. I'm Maisa, a young Lebanese architect. I have joined this course as a student in 2019 and again 2020 as a teaching assistant, allowing me to observe this course on various aspects.
As a student, this course enriched me on the academic and practical levels, especially in the field of my passion for urban heritage. Nevertheless, the new teaching responsibilities made me acquire more skills with greater maturity and ability to deal with the subject of cultural heritage at the wall. What made this year experience more special is the online teaching method, which was the only available option due to the corona pandemic. Despite totally missing the on-site experience, which is essential for building archaeologists, the online experience allowed communicating with large number of multinationalities participants and allowed all of them to be on the same line and with its slow rhythm allowed to clear all stages of work in terms of explanation and application, especially the adaptive reuse. Hello everyone, my name is Rami Zohara. I'm a civil engineer from Syria. I am one of the participants here in Lebanon. Actually, this course was a great experience for me. It was really interesting. During these 5 weeks, we learned a lot about dealing with cultural heritage, from building survey to building archaeology, reservation, conservation, and restoration. To be honest, first, I wasn't sure that the online thing is going to work properly, but then I was surprised how smoothly things are working. Of course, because of the great help from the assistant team here on the ground and the great teaching staff in Berlin, who were always passionate about delivering the information with every possible way. They were always supportive and responsive and never hesitate to answer any question. And also working with the other colleagues here on the ground in groups and teamwork was very exciting and very important to learn the new techniques and methods on the ground. This course added a lot to me, to my knowledge, to my career path, and to my experience. I really appreciate what you are doing, guys. Thank you so much. It was a great job, and I wish the best for you all. Thank you so much. Ich schalte mich wieder mit dazu, um jetzt zur Diskussion überzuleiten. Ich danke zunächst einmal den drei Referentinnen ganz herzlich für diese Einblicke in das Projekt. Und ich begrüße nun zur Diskussion zusätzlich zu Frau Salech und Frau Sam zunächst einmal Frau Professor Thekla Schulz-Bries als Leiterin dieses Projekts. Sie ist seit 2015 Leiterin des Fachgebiets hier an der TU und hat in dieser Funktion den etablierten Masterstudiengang hier in Berlin neu konzipiert. Parallel hat sie in Kooperation mit der RWTH Aachen, Frau Salech sprach es schon an, den Masterstudiengang Architectural Conservation an der German Jordanian University in Amman mit eingeführt. Das bringt mich zu meiner ersten Frage. Thekla, was hat dich und die TU Berlin motiviert, euch in Jordanien und dann darüber hinaus zu engagieren? Wie war das ursprünglich angelegt? Wie hat sich euer Engagement entwickelt? Ja, vorweg erstmal vielen Dank, Katja Pieska, für die einleitenden Worte und überhaupt für die Einladung zu diesem, unseres Fachgebiets, zu dieser Videokonferenz. Und natürlich ein ganz herzliches Dankeschön an meine Mitarbeiterin und an die Tutoren in Amman und in Beirut. Also zu deiner Frage. Die historische Bauforschung und darauf aufbauend die Denkmalpflege, diese beiden Forschungsdisziplinen sind bisher stark auf Deutschland konzentriert, wie wir wissen. Andererseits stellen wir ja jetzt auch fest, gibt es eine wirklich starke Nachfrage, gerade aus dem Ausland und insbesondere aus den Ländern des Vorderen Orients. Aufgrund der anhaltenden kriegerischen Zerstörung ist es gerade in diesen Ländern wichtig, junge Expertinnen und Experten im Bereich der Bauforschung, der Denkmalpflege und des Kulturerhalts zu schulen, um sie für einen Wiederaufbau in ihren Ländern nach der Krise zu rüsten, sodass sie dann dereinstmal auch wirklich die Verantwortung für diese Fragen übernehmen können, gegebenenfalls mit uns als Unterstützung im Hintergrund. Und dabei ist die Kooperation, zunächst mal die erste war ja mit der GJU, der German Jordanian University in Amman, und nun neuerdings mit der Universität Libanese in Beirut von großer Bedeutung. Der Studiengang, der zuerst mal da war, also der Studiengang Architectural Conservation,
war dabei extrem wichtig. Hier wurden ja junge Experten ausgebildet, die nun inzwischen, wie wir gesehen haben, als Tutorinnen und Tutoren in unserem Trainingsprogramm tätig sind und die auf diese Weise ihre Kompetenzen vertiefen können und gerade in Corona-Zeiten ganz wichtige, die elementaren Akteure letztlich vor Ort waren. Das ist quasi so eine Art Schneeballeffekt. Und sie haben uns natürlich auch deshalb sehr stark unterstützen können, weil sie das alles auch nochmal ins Arabische vor Ort übertragen haben. Und aus meiner Sicht ist die Unterstützung aus Deutschland extrem wichtig und sollte unbedingt fortgeführt werden, denn wir haben in diesen genannten Forschungsdisziplinen in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal und sind aus meiner Sicht geradewegs daher verpflichtet, diese Kompetenzen weiterzugeben, denn diese Länder brauchen das quasi dreifach, einmal aufgrund des anhaltenden Krieges, der Corona und natürlich dieser unendlichen Zerstörung der letzten Tage in Beirut. Das ist also, denke ich mal, eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, dass wir da bleiben und das fortsetzen. Herzlichen Dank, Tegla. Ich begrüße die erste Frage aus dem Publikum von Ursula Quatemba, die wir jetzt hoffentlich dadurch überraschen, dass wir sie dazuschalten, um ihre Frage auch selbst stellen zu können. Okay, ich hoffe, es funktioniert jetzt so, ja. Wir hören dich, also, wir sehen dich noch nicht. Okay, dann muss ich vielleicht noch, Moment, meine Kamera eventuell jetzt freischalten, wenn ich das schaffe. Ansonsten stelle ich die Frage also jetzt sozusagen aus dem Dunkeln heraus. Also zuerst einmal wollte ich aber sagen, also ich finde das ganz toll und man merkt, dass auch dieser Präsent. So. Ursula, der Ton war zwischendurch weg. Ja, okay. Ja, ich sehe, jetzt bin ich sozusagen als zur Teilnehmerin befördert worden. Hallo. Ja, also ich wollte sagen, ganz toll, wie ihr das gemacht habt. Man merkt eben auch das Engagement an. Also wirklich super. Und mich hätte jetzt einfach nur auch ein bisschen so interessiert, wie der Arbeitsaufwand jetzt eigentlich im Verhältnis zum vorangegangenen Programm mit der Präsenzlehre war. Weil man merkt eben diesen Engagement schon noch an. Ihr musstet sehr viel ja auch da, denke ich, irgendwie an Methoden entwickeln und euch überlegen. Und da hätte mich jetzt einfach interessiert, wie bewertet ihr jetzt diesen Aufwand zur unter Anführungszeichen normalen vorangegangenen Lehre? Wird sich das in Zukunft optimieren lassen, wenn ihr das wiederholen müsst? Oder würdet ihr das zumindest zum Teil auch weiterführen wollen, wenn unser Leben hoffentlich ja dann doch mal wieder ein bisschen normaler wird? Ja, danke schön. Ich würde mal anfangen. Und zwar, natürlich hoffen wir, dass wir es nicht wiederholen müssen. Ja, also es ist deutlich schöner, in Präsenzlehre zu lernen. Und es stimmt auch tatsächlich, dass der Aufwand beträchtlich höher war jetzt, gerade auch in der Kürze der Zeit. Und man kann sehr schnell irgendwas vor Ort zeigen. Man steht vor einer Mauer und sieht drei Risse und sieht irgendwelche Befunde, an denen man super irgendwelche Dinge zeigen kann. Und das läuft natürlich viel problemloser, als wenn man vorm Schreibtisch sitzt und sagt, ich brauche jetzt ein gutes Bild für das, ich brauche ein gutes Bild für das Problem und sowas. Und dadurch wurde natürlich der Aufwand viel größer, aber das sind dann natürlich Sachen, wo es dann beim nächsten Mal, wenn man es wieder bräuchte, ein bisschen einfacher würde, wenn man sich diese Arbeit schon mal gemacht hat, sozusagen. Also der zweite Teil der Frage würde ich dann selber beantworten. Also ob wir also die Fernlehre zum Teil weiterführen wollen, auch wenn das Leben also einmal wieder so normalisiert. Eigentlich, das hat sich wirklich sehr bewährt in manche Teile, aber wo man wirklich, also wie bei Restaurierungswesen, also wo man wirklich vor Ort stehen sollte,
Das hat sich nicht gelungen. Also wir müssen wirklich auf sehr praktisch orientiert, also sehr theoretisch, Entschuldigung, orientiert gehen. Dazu manchmal kam ein bisschen Pseudolerneffekt, weil die Studenten stellten immer Fragen her, aber sobald sie in der Praxis gingen, also war es unmöglich, dass sie das durchsetzen, weil sie merkten gar nicht, also es fängt manchmal wirklich bei sehr einfache Sachen wie einen Nagel im Wand zu machen, und das kann man aus der Ferne nicht wirklich die Leute beibringen. Allerdings also überlegen wir gerade Teile, also weil wir machen immer die Fernbetreuung, und letztes Jahr war die Fernbetreuung nicht so effektiv. Dieses Jahr haben wir viel von dieser Erfahrung gelernt, und daher natürlich möchten wir also kleine Teile von unserer Fernlehre doch also bei uns integrieren, besonders jetzt in Beirut. Also lass uns angenommen, wäre die Corona-Pandemie nicht da, aber diese Explosion ist passiert, dann hätten wir auch also so automatisch auf andere Methode wechseln müssen, und ich glaube, wir würden einfach davon lernen, aber wir könnten auch feststellen, dass es keine Alternative zu den echten Lehre vor Ort ist. Ja, das sehe ich auch so. Es ist also die Lehre vor Ort, die Berührung des Objekts, die Nähe zu den Studenten ist alternativlos. Also das ist ganz klar. Aber es ist ein unglaublich beeindruckend, was die drei geleistet haben. Also, dass es doch irgendwie geht. Also, es ist eine Bauaufnahme, eine Lehre auch der Denkmalpflege in der Krise möglich ist, dass man da weitermachen kann und nicht aufgibt. Das ist klasse. Ja, sehe ich auch. Genau, ganz herzlichen Dank. Ich würde an dieser Stelle gerne Julian Bauch, Herrn Dr. Julian Bauch, einführen in die Diskussion, der wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU in Braunschweig ist. Er ist sowohl studierter Architekt als auch Archäologe und wurde mit einer Arbeit zur Villa Mitro in Anina in der Nähe von Rom promoviert. Wir haben ihn heute vor allen Dingen eingeladen, weil er Ende Juni einen Workshop, einen Online-Workshop natürlich geleitet hat, zur digitalen Bauaufnahme in der digitalen Lehre mit einem Fragezeichen versehen. Also für uns ist ja sozusagen dieses Lehren in der Ferne normal, in diesem Falle jetzt auch noch aus der Ferne. Sie haben vor allen Dingen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern angesprochen. Und da haben 22 Kolleginnen und Kollegen aus immerhin 17 Instituten dran teilgenommen. Hat Sie diese Resonanz überrascht? Wie war sozusagen das Spektrum, was die digitale Vermittlung angeht? Und jetzt haben Sie ein konkretes Beispiel hier gesehen. Was für andere haben Sie vielleicht noch im Sinn? Ja, hallo in die Runde. Vielen Dank auch erstmal für die Einladung. Und ich möchte als erstes vor allen Dingen auch nochmal die Berliner Kollegin beglückwünschen. Also es ist beachtlich tatsächlich, mit wie viel Kreativität die Herausforderung da angenommen wurde. Zum ersten Teil Ihrer Frage, ob ich überrascht war über das Echo, die Reaktion, im ersten Moment war ich das wirklich, weil da habe ich nicht mit gerechnet. Es war einfach ein Moment, wo ich versucht habe, irgendeinen Austausch zu finden, weil das war für uns alle neu und ich dachte, das will ich jetzt nicht alleine mit meinen Braunschweiger Kollegen besprechen, sondern wir haben alle die gleichen Probleme, also müssen wir diesen Austausch starten. Wenn ich dann jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, werden für mich vor allen Dingen zwei Dinge klar. Erstens, dass diese Herausforderungen für uns alle gleich waren und auch immer noch sind. Und vor allen Dingen, dass die Kommunikation sehr viel niedrigschwelliger ist eigentlich, als ich es vorher erwartet habe. Das heißt, was ich sagen will, ist, dass was mir vorher, vor dieser ganzen besonderen Situation nicht so klar war, ist, wie leicht man sich eigentlich untereinander austauschen kann. Und das ist für mich das Wesentliche, was ich eigentlich aus dem Ganzen mitnehme. Das führt dazu, dass ich diesen Austausch auch verstetigen will. Und wir haben in Braunschweig jetzt eine Arbeitsgruppe tatsächlich eingerichtet, wo wir diesen Austausch in erster Linie mit Kolleginnen und Kollegen aus der Hochschullehre weitertreiben wollen und uns tatsächlich zweimal im Jahr treffen wollen, um grundlegende Fragen, die uns alle betreffen, zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Was die Ergebnisse angeht, wir haben es so gemacht, dass wir im Nachgang dieses Workshops im Juni haben wir in Braunschweig so eine Art Austauschserver installiert.
wo sich verschiedene Kolleginnen und Kollegen beteiligt haben, unter anderem eben auch die Berlinerin. Vielen Dank dafür nochmal. Weil wir dachten, das ganze Material, was jetzt erstellt wird, das muss nicht 10-mal und 100-mal erstellt werden, weil die Aufgaben sind überall die gleichen. Lasst uns doch gegenseitig von unserer Arbeit profitieren. Und da haben auch mehrere Kollegen netterweise mitgemacht und haben ihre Arbeiten zur Verfügung gestellt. Es hat sich dann doch gezeigt, dass es im Detail natürlich immer Unterschiede gibt, weil die Lehrformate ein bisschen unterschiedlich sind und die adressierten Studierenden auch unterschiedlichen Hintergrund haben, sodass es da schon noch Feinheiten gibt. Feine Unterschiede gibt, aber dennoch glaube ich schon, dass das langfristig vor allen Dingen ein sehr nützliches Werkzeug sein kann, eine sehr nützliche Plattform, und möchte deswegen an dieser Stelle auch nochmal dazu aufrufen, alle Kolleginnen und Kollegen sich da auch in Zukunft bei uns zu beteiligen. Im September plane ich die nächste Veranstaltung, zu der ich dann gesondert nochmal einladen werde, gerne. Okay, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ja tatsächlich das, was wir hier auch erreichen wollen, ne? Eine andere Art von Austausch, der ja tatsächlich leichter ist. Und ich meine, irgendwann kommt dann aber auch wieder der Punkt, wo wir über Standards, über Qualitätsstandards reden. Und so sehr wir zum Beispiel auch immer die universelle Einsetzbarkeit betonen, würde ich zum Beispiel einfach mal drei Szenarien, nämlich eine Dokumentation in einer akuten Krisensituation, eine denkmalpflegerisch motivierte, planungsvorbereitende Dokumentation oder eine primär bauhistorische Dokumentation voneinander unterscheiden. Das ist ja auch unterschiedlich gelagert. Ich darf jetzt noch begrüßen Professor Dietmar Korabkart, Professor an der OTH Regensburg. Dietmar Korabkart ist schon lange im Raum des Vorderen Orients engagiert. Das geht zurück auf Studienaufenthalte, also aus seiner Karlsruher Zeit in der Südosttürkei und in Syrien. Er ist promoviert worden mit einer Arbeit zum Göbekli-Tepe. Er hat im Rahmen seiner wissenschaftlichen Mitarbeit an der TU Berlin in Resafa mitgearbeitet, hat als Referent hier am Architekturreferat ein Projekt zu Erbil, zum Basar von Erbil geleitet, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, und ist eben seit 2015 Professor in Regensburg. Er beschreibt seinen Ansatz dort, und ich zitiere, als anwendungsorientierte Lehre der praktischen Bauforschung als Grundlage denkmalpflegerischen Handelns. Und die Frage, die ich stelle, ist, geht das auch, also was heißt das, und geht das auch in Anführungszeichen digital? Ja, vielen Dank erstmal nochmal genauso an die Berliner Runde. Wirklich Glückwunsch zu dem, was da geleistet ist. Auch das muss ich jetzt noch einmal loswerden, bevor ich auf die Frage antworte. Und ja, danke dafür, auch hier dabei sein zu dürfen in diesem Kreis. Auf die Frage zu kommen, was verstehe ich unter anwendungsorientierte Bauforschung als Grundlage denkmalpflegerischen Handelns? Zum einen natürlich, dass Bauforschung bedeutet, das Gebäude erstmal genau verstehen zu müssen, bevor man in irgendeiner Weise beginnt, Maßnahmen an dem Gebäude zu ergreifen. Ich denke, das muss ich in dieser Runde nicht näher ausführen, also als Grundlage von maßnahmenorientierten Planungen. Aber ich glaube, es geht noch viel weiter. Das Zweite, was ich damit meine, ist, dass Bauforschung sicherlich ein ganz wichtiger Schlüssel ist, Bewusstsein zu schaffen für Werte, für Denkmalwerte, die erstmal in ganz vielen Fällen bei Objekten, die sich nicht so ganz von alleine erschließen, überhaupt erstmal an die Menschen herangebracht werden müssen, sei das jetzt Entscheidungsträger, Lokalpolitiker, sei das aber auch die sogenannte öffentliche Meinung, die überhaupt erstmal verstehen muss, warum dieses komische alte Gebäude da vielleicht was wert sein könnte. Und da kann die Bauforschung unglaublich viel leisten, das zu vermitteln, damit die Denkmalpflege, sei sie jetzt institutionell oder wie auch immer, überhaupt eine Chance hat, etwas zu pflegen. Also das meine ich damit. Und dann zum zweiten Teil der Frage, geht es auch digital? Darauf ein klares Jein. Also die einzelnen Schritte dieses Prozesses gehen in unterschiedlichem Maße auch digital. Dieses zu lehren, ja, ich glaube, das geht ein Stück weit digital. Wir mussten notgedrungen ja in diesem Semester auch damit experimentieren, haben das in kleinen Schritten auch getan. Und ich muss aber neidlos anerkennen, wir sind damit nicht so weit gekommen in praktischen Aspekten wie die Berliner jetzt hier zum Teil. Aber das geht natürlich zum Teil. Aber ganz wichtig bleibt natürlich, was immer noch sein muss, ist derjenige, der die Untersuchung macht, und sei es jetzt der Studierende, der muss ran ans Objekt. Also wir haben ja auch in anderen Runden jetzt diskutiert, kann
Bauforschung auch digital vermittelt werden, während alle nur vor ihrem Rechner zu Hause sitzen. Und das, glaube ich, geht eindeutig nicht. Aber ich glaube, da haben wir auch jetzt schon Konsens. Das ist, glaube ich, heute von allen Seiten so dargestellt worden. Zumindest diejenigen, die untersuchen, die lernen wollen, die müssen es ans Bauwerk. Das andere lässt sich offenbar ein Stück weit aus der Ferne ersetzen. Wobei man natürlich hier auch dazu sagen muss, die Berliner Arbeitsgruppe, die das heute präsentiert, hatte natürlich auch den Vorteil, es gab diese Teaching Assistants, die Alumni vor Ort. Und dadurch war es ja keine reine digitale Fernlehre. Also wenn man die jetzt noch wegnimmt, wenn es die Alumni nicht vor Ort gegeben hätte, ich glaube, dann wäre es nochmal einen Grad schwieriger geworden. Wir haben das zum Teil hier in Regensburg im zurückliegenden Semester auch gemacht. Also zum Beispiel unsere Mitarbeiterin Annika Zeidler, die auch hier in der Zuschauerrunde ist, habe ich gesehen, hat zum Beispiel digitale tachymetrische Bauaufnahme per Live-Fernbetreuung gelehrt. Eher experimentell, geht aber ist schwierig. Oder auch Bauforschung, Befundinterpretation an Objekten habe ich auch in einer eigenen Veranstaltung per Fernlehre gemacht, möchte ich aber wirklich nicht als Dauerlösung etablieren. Und wir haben auch vor dem Hintergrund mit großem Aufwand in diesem Semester es geschafft, doch praktische Bauaufnahmeübungen an Objekten durchzuführen, per Sondergenehmigung unserer Hochschulleitung mit großem Aufwand, speziellen Hygienekonzept, sowohl mit den Bauforschern als auch mit über 80 Architekturstudierenden. Es war es wert, aber natürlich auch ein irrwitziger Aufwand, das organisatorisch hinzubekommen. Und jetzt, um noch zum Schluss zu kommen, was ich eingangs sagte, das Thema des Vermittelns, um sozusagen Grundlage für Denkmalpflege zu schaffen, da können die digitalen Tools selbstverständlich wieder ganz enorm vieles leisten, auf digitalen Plattformen, digitale Modelle und Metadaten etc., diese Erkenntnisse jetzt wieder zu den Menschen zu bringen. Da wieder in ganz großem Maße. Genau, ganz herzlichen Dank. Die Rolle der Tutoren, nennen Sie Alumni, ne? Also die früheren Teilnehmer, die ist schon sehr deutlich herausgestrichen worden. Und ich würde gerne nochmal an Frau Salech fragen. Sie haben diese wirklich auch fast beängstigende Resonanz auf Ihren Call beschrieben, ne? Nach dem Motto, wenn das in den Hunderten geht. Wer bewirbt sich? Was motiviert die Leute? Haben Sie eine Idee davon, was eben Ihre Alumni, so seit Sie jetzt schon sagen können, was die mitnehmen? Was machen die konkret beruflich oder so? Ne? Also mit wem haben Sie es da konkret zu tun? Also vielen Dank, Frau Piske. Wie Sie gesagt haben, also die Interesse ist wirklich enorm. Also die Anzahl der Bewerber, wir sind also ungefähr zwischen den beiden Jahren ungefähr 600 Leute, also so haben sich beworben, weil manchmal also dieselben bewerben sich, aber dieses Jahr hatten wir wirklich eine riesengroße Anzahl. Und normalerweise sind am meisten die Architekten, also oder Architektinnen, also wirklich, wir haben mehr Zahl an Frauen als Männer, genau wie bei uns hier in Berlin. Und also natürlich die Archäologen bewerben sich, aber normalerweise also die Architekten und viel Bauingenieure also bewerben sich. Und die meisten, also die Interesse ist immer zweiseitig, also erstmal in der Mittelost, also ist viele Bürgerkriege und Konflikte. Und viele sehen in die Erbe, also irgendwie ein sicherer Ort. Also die Erbe ist es ein bisschen weniger umgestritten als der aktuelle Präsenz. Und daher viele haben das Gefühl, dass sie sollen ihre Erbe unterstützen. Und wir sind Post-Conflict Recovery. Und also wirklich viele von denen haben in sich dieses Gefühl, dass sie zum Frieden beitragen und dass sie was sehr Wichtiges tun. Natürlich also kommt daneben also die akademische und die praktische Interesse, weil durch Ausbildung an der TU Berlin und an den verschiedenen Universitäten haben sie natürlich bessere Chancen auf der Arbeitsmarkt. Und das hat sich eigentlich deutlich gezeigt. Unsere Alumni in Jordanien, die meisten sind angestellt entweder im Architekturbüros oder also viele gingen zu wirklich den offiziellen Behörden, was uns sehr gefreut hat, weil sie haben was plus irgendwie gelernt und sie praktizieren das weiter. In Lebanon zum Beispiel 3 unserer ehemaligen Teilnehmer sind gerade in Frankreich. Sie machen ihr Masterstudium dort. Einer unserer ehemaligen Alumni, die wir ihn auch gerne hatten dieses Jahr, er ist leider in Erbil, auch für seinem Glück, weil er arbeitet dort auch mit einem also großen Architekturbüro an Baudenkmalpflegeobjekte. Und das hat uns sehr gefreut, weil er ist auch ein Bauingenieur. Und die meisten Bauingenieure, also
Also ich kann schon sagen, dass letztes Jahr und dieses Jahr haben wir mindestens 5 Bauingenieure, die sie irgendwie im Brücken- oder Wassersysteme also spezialisiert waren, aber mit großem Interesse an Denkmalpflege. Und sie sind alle arbeiten im Bereich der Denkmalpflege, entweder topografisch oder auch in Architekturbüros. Und dieses Programm, also besonders, hat die Alumni-Leben sehr positiv also so beeinflusst. Wir haben wirklich ihre Wege in die Zukunft so bepflastert. Also, und ich weiß, dass sie sehr dankbar dafür sind. Es gibt eine Nachfrage, eine Verständnisfrage auch von Corinna Rohn, die, wenn meine Kollegen das freundlicherweise gerade hinkriegen, die Frage auch gerne direkt stellen kann. Also ich habe die Frage gelesen. Also wir haben wirklich also 600 Bewerbern, aber wir hatten am ersten Jahr also so 24 Leute betreut und dann am nächsten Jahr 30. Leider ist die Bewerberanzahl, also unsere Plätze sind sehr begrenzt. Also wir kämpfen wirklich immer, also mehrere Studenten zu gewinnen, aber es ist auch unmöglich. Und diesen Jahr hatten wir erstmal gedacht, ach, wir können bis zu 50% also Studenten vielleicht betreuen, aber praktisch war das natürlich unmöglich, weil jeder Student braucht also so viel Zeit mit zu diskutieren und wir haben auch eine begrenzte Anzahl von Alumnis und Zeit und daher also 30 Studenten, ich glaube, das ist unsere maximale Kapazität, also so, egal ob vor Ort oder online ist. Ich glaube, das ist auch geht auch in die Richtung, in die Ursula Quatemba ja gefragt hat. Ne? Man hat dann immer diese Idee, man könnte immer mehr Leute erreichen, aber was ist das richtige Maß an individueller Betreuung und allgemeiner Betreuung? Genau. Frau Sahm, noch eine Frage an Sie. Ich muss sagen, ich bin ja schwer begeistert, dass eine Tätigkeit, die ich fast als meditativ beschreiben würde, wie die Bauaufnahme, eine Actionkamera braucht. Und die Frage an Sie wäre, ob Sie noch mal ein bisschen aus der Praxis berichten können, was technisch und organisatorisch vielleicht noch besser gemacht werden könnte. Ich sage mal so, braucht digitale Bauaufnahme leere Roadies? Also auf Deutsch heißen die wohl Fachkräfte für Veranstaltungstechnik zum Beispiel. Also ich danke schön, aber ich finde es immer erstaunlich, woran man sich selber auch reinarbeiten kann. Also was man natürlich schön gewesen wäre, wenn wir einen längeren Vorlauf gehabt hätten, aber wir hofften natürlich, wie die meisten Leute wahrscheinlich dieses Jahr, dass es dann doch irgendwann noch klappt, dass man vielleicht doch noch wirklich vor Ort arbeiten kann, was wir natürlich auf jeden Fall vorgezogen hatten. Und deswegen war eben die Vorbereitungszeit relativ kurzfristig, sage ich jetzt mal. Also ich glaube tatsächlich, dass man es mit normalen Computerkenntnissen stemmen kann. Was wir uns überlegt hatten, was wir auf jeden Fall ändern würden, wenn es nochmal wir in die Verlegenheit kämen, wäre die Zeit auszuweiten. Den Kurs mal mindestens auf 6 Wochen oder noch länger zu bringen, weil wir waren wirklich überrascht, wie viel mehr Zeit das alles dauert, weil es durch diesen zweidimensionalen Raum des Computers durch muss und man nicht vor Ort stehen kann und eben auch direkt Feedback geben kann. Aber ich muss sagen, dass die größten Probleme, die wir hatten, technischer Art, einfach bestehen werden und auf die haben wir überhaupt keinen Einfluss. Also unser größtes Problem war zum Beispiel die Stromversorgung im Libanon. Also wenn Präsentationen gehalten werden mussten, dann mussten sich die Studierenden, mussten wir einen Zeitplan machen, okay, von dann bis dann habe ich Strom, ich möchte gerne diesen Zeitpunkt bei der Präsentation halten. Nach 6 Uhr abends ging überhaupt nichts mehr, da war immer Strom abgeschaltet. Und das sind einfach so technische Probleme, die einfach bestehen bleiben werden, also wo wir einfach nicht gegensteuern können. Mir ging es auch gar nicht so sehr um die Probleme, sondern das klingt hier mit der nächsten Frage aus dem Publikum auch an. Katharine Hof hat eine Nachfrage, die auch in die Richtung geht, in die ich jetzt weitergefragt hätte. Können wir Frau Hof dazuschalten? Auch ich bin völlig beeindruckt von dem Umfang und von dem Erfolg des Unternehmens, das ganz offensichtlich ist, dass das einen ganzen Jahrgang an Studenten die Möglichkeit gegeben hat, den Einblick in die Bauforschung und die Bauaufnahme zu gewinnen. Auch ich habe eine Nachfrage zu dem Thema die Action Cam. War das ein Live-Webinar
oder wurde das aufgezeichnet? Und könnte man sich vorstellen, dass man diese Form, wenn es denn aufgezeichnet ist, kapitelweise zum Beispiel als Ergänzung zu dem Handbuch, das letzte Woche, da konnte ich leider nicht dabei sein, wohl übersetzt worden ist. Das spricht für eine starke Nachfrage. Und natürlich sind wir in einem Zeitalter, wo Menschen gerne ein YouTube-Tutorial anschauen. Wäre diese Aufzeichnung mit der Cam denkbar, als dass man das konserviert und immer wieder abrufbar macht? Natürlich muss man es dann ein bisschen kapitelweise aufteilen. Ja, danke schön, genau. Also bei uns war es jetzt so, dass diese Actioncam entweder filmen oder als Webcam genutzt werden konnte. Wir haben sie jetzt in diesem Rahmen, weil es ja auch relativ spontan war, also wir haben diese Actioncam erst am dritten Tag gekauft, weil wir festgestellt haben, okay, es funktioniert nicht mit den integrierten Laptop-Kameras. Also wir haben das jetzt, wie gesagt, nur live gemacht. Wir haben auch mal zwischendrin angefangen, diese Meetings aufzuzeichnen, aber 9 Stunden Videomaterial am Tag. Ja, das guckt sich ja niemals wieder jemand an. Und auch einzelne Sachen daraus zu finden, ist jetzt auch nicht sinnvoll gewesen. Was wir uns schon gedacht hatten, man könnte natürlich so Filme drehen, aber auch das wäre wieder ein Riesenaufwand. Also das wäre, denke ich, wirklich vergleichbar mit dem Schreiben eines Buches, wäre es solche wirklich fundierten Live-Tutorials sozusagen zu machen. Also wäre das eher kein Konzept wegen des Aufwandes. Ich meine, man kann ja dann wie bei einer Vorbereitung von Lehre ein paar Jahre davon zehren, würde ich glauben, und muss dann immer mal punktuell nachbessern, aber ist der Aufwand einfach zu groß. Also man kann es jedenfalls nicht mal nebenher machen. Also dann denke ich auch, also wenn ich da kurz mal einschalten kann, also man muss erstmal noch sagen, die drei haben das ja sehr spontan quasi entwickeln müssen und sie haben es entwickeln können. Das ist das, was wir jetzt hier bewundern können. Aber es wäre nochmal ein eigenes Projekt, sowas quasi als Ergänzung zu einem Handbuch zu machen. Also das ist nochmal ein ganz, ganz eigenes Projekt, was sich sicherlich lohnen würde. Aber so eine Aufzeichnung zu machen, also erfordert doch nochmal was anderes, als eine Sache jetzt live zu vermitteln. Das ist nochmal eine Stufe drüber. Und denke, ist auch jedem klar. Aber da könnte man natürlich drüber nachdenken, jetzt im Anschluss. Das wäre sicher sehr lohnenswert. Aber nochmals, ein eigenes Projekt. Aber ja, ich würde gerne an Herrn Bauch weitergeben, ne? Der ja schon gesagt hat, es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Und genau das Ergebnis des Braunschweiger Gesprächs ist gewesen, dass eben an verschiedenen Orten auch Schnipsel entwickelt werden. Und Sie ja offensichtlich schon angefangen haben, eben so Material zu sammeln, das man dann auch allgemeiner zur Verfügung stellen kann. Ja, unbedingt. Es ist tatsächlich so, dass sich das meiste auf einzelne Tutorials zu einzelnen Punkten konzentriert. Und ich glaube, da muss man auch unterscheiden, weil also man kann viele Tutorials machen zu digitalen Anwendungen, also Softwareanwendungen und sowas. Da haben wir auch ganz viel gemacht zum Workflow der Übersetzung von Punktwolken in CAD-Zeichnungen. Ich glaube schon, dass aber dieses Live-Moment, ne, was die Berliner Kolleginnen gemacht haben, das ist nicht zu ersetzen. Oder man muss sich gleichzeitig fragen, was kann das, was das Bauaufnahmebuch nicht kann? Ne? Lohnt sich da tatsächlich der Aufwand? Also anschließend an die Frage von Frau Katemba und alles, was jetzt gerade gesagt wurde, dieser Aufwand, die Ressourcen, die muss man irgendwo erstmal aufbringen. Oder wenn man das tatsächlich machen will, und sagt, okay, wir möchten das sozusagen als langfristiges, ergänzendes Projekt mal auf die Beine stellen. Da muss man sich, glaube ich, ganz bewusst sein, was der Gewinn wirklich ist, der über solche Bauaufnahmebücher, über das Handbuch, das Klassische hinausgeht. Weil ich glaube, ich will gar nicht diese Live-Veranstaltungen, Webinare in Frage stellen, weil das glaube ich nämlich sehr wohl und deswegen bin ich auch ganz, ganz begeistert, weil zum Beispiel ich stand vor derselben Frage, meine Action-Cam war nämlich nicht kompatibel, damit hat das nicht funktioniert.
Das finde ich, diesen Live-Moment, der ist total wichtig. Ne? Das ist generell in der Lehre. Da passieren so viele Dinge zwischenmenschlich, auch durch einen Computerfilter, die man in einem geschnittenen oder in einem Regie unterworfenen Tutorial oder einem Handbuch nicht vermitteln kann. So viel dazu. Ich glaube, da wird sich aber auch in den nächsten Semestern, weil ich gehe davon aus, dass es jetzt tatsächlich noch ein bisschen weiter so geht, noch viel bei uns klären einfach. Das ist ja ein Prozess. Also was ich jetzt in wie vielen Stellen ich schon klarer sehe im Vergleich zu vor einem halben Jahr, das ist doch erstaunlich, wie viel man in so kurzer Zeit dazu lernt. Stimme dem komplett zu, würde nur vielleicht noch ergänzen. Das Ganze hat ja zwei prozessuale Schritte. Einmal die Bauaufnahme als mehr oder minder technische Methode. Wie lege ich ein Messnetz an? Wie mache ich das ordentlich? Diesen Teil, glaube ich, könnte man ein Stück weit ganz gut mit solchen Tutorials auch erklären, weil es ja ein wiederkehrendes Prozedere ist. Das habe ich aus mit Varianten. In dem Fall mache ich es besser so, in dem Fall mache ich es besser so. Aber das könnte als Tutorial funktionieren. Aber die Erkenntnis am Objekt, was Claudia Winterstein ja vorhin auch sehr deutlich gesagt hat, immer noch dieses Ding, das genaue Hinsehen, um das Objekt zu verstehen und daraus die Schlüsse zu ziehen, das ist ja bei jedem Objekt wieder anders. Und das geht, glaube ich, eben nur durch die praktische Schulung am Einzelfall. Und da hat, wie wir heute gesehen haben, diese Fernbetreuung kann da durchaus helfen, aber eben nur in der Live-Situation auf diesen ganz konkreten Fall, der jetzt vor dem jungen Menschen als Mauer oder so dasteht. Das sozusagen über ein vorgefertigtes Tutorial so zu abstrahieren, dass dieser Lerneffekt überspringt, das halte ich für sehr begrenzt und möglich. Julian Bauch? Das führt mich auch nochmal zu den Adressaten zurück. Ne? Das ist natürlich immer extrem davon abhängig, an wen ich mich eigentlich richte. Ich kann alles runterbrechen auf technische Aspekte und das hat ja tatsächlich auch was sehr Handwerkliches, was ich lehrbuchartig vermitteln kann. Aber dann muss ich genau schauen, was ich darüber hinaus an Soft Skills irgendwie vermitteln will. Und da haben wir zum Beispiel allein schon bei unseren Studierenden große Unterschiede. Was wir als Pflichtveranstaltung im ersten Studienjahr vermitteln wollen, ist was ganz anderes, als das, was wir einem Masterstudenten vermitteln wollen. Und da kommt dieser direkte Kontakt, spielt da eine ganz große Rolle. Also im ersten Jahr geht es darum, überhaupt eine Architekturwahrnehmung zu prägen schon früh und ein Interesse zu wecken. Und im späteren, weiteren Verlauf geht es dann um viel spezifischere Fragen. Ne? Das heißt, da wird es dann auch schwierig. Trennt sich es dann tatsächlich ein bisschen auf. Und das muss man dann auch jeweils berücksichtigen. Deswegen, glaube ich, gibt es diese allgemeinen Lösung kann es nicht geben, aber das haben wir jetzt auch schon sehr oft heute und auch schon in den letzten Tagen gehört, es geht nicht ohne am Objekt gewesen zu sein. Sicher richtig, ne? Und gleichzeitig, wie gesagt, rufe ich die 600 Bewerber in Erinnerung und ob man nicht einen Teil davon dass man nicht nur das Gesamtpaket bietet, ne? Sondern dass man auch Aspekte rausnimmt, wir haben das Schneeballprinzip angesprochen, ne? Dass sich etwas weiterspricht, die Rolle der Tutoren vor Ort und so weiter. Vielleicht Thekla Schulz-Bries, abschließende Frage von meiner Seite noch. Wir haben es ja aus der Ferne Lernen oder Lehren und Lernen genannt. Ne? Und ich glaube auch, da sind wir uns auch alle einig, diese Krise hat auch einen gewissen Innovationsschub-Charakter. Also was wirkt beispielsweise vielleicht in die Lehre für euch an der TU zurück, aus dem, was ihr an Erfahrungen macht in den Programmen? Und welche Perspektiven siehst du vielleicht auch für die Zusammenarbeit weiter mit Kolleginnen und Kollegen in Jordanien, Libanon und darüber hinaus? Also es ist natürlich ganz enorm, was wir jetzt gelernt haben zur Online-Lehre, speziell im Bereich der Bauaufnahme. Und das können wir, da die Corona-Krise, wir sind mittendrin, die ist noch, weiß Gott, nicht zu Ende. Wir machen zwar Präsenzlehre im Gebäude, ganz bisschen obstrus, wenn wir dürfen im Gebäude sein, in unserem Hermkesbau.
Aber wir können uns eben auch vorstellen, dass wir Teile davon vorab und so weiter online vermitteln. Und da das also doch einige Bereiche doch überzeugend vermittelt werden können, können wir das in Berlin übernehmen. Meine Gedanken sind mehr jetzt auch bei den Tutoren und Tutorinnen, die uns geholfen haben. Da sind ja, wie wir merken, ganz offensichtlich eher die Begabteren unterwegs. Und wir haben eben vor, einige von Ihnen als Doktorandinnen bei uns aufzunehmen und planen die also auch in unseren gemeinsam mit dem DAI, der FU, der BTU und dem Berliner Museen beantragten SFB, sofern er denn bewilligt wird, aufzunehmen, weil das ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt ist dabei uns natürlich ein Schwerpunkt der Nahe Osten. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, weiterhin wissenschaftliche Mitarbeiterinnen aus diesen Ländern zu haben, so wie eben jetzt Mada. Und ich denke mir, es ist auch wichtig, die zahlreichen Monumente, die nicht zuletzt da auch zerstört wurden, weiterhin zu dokumentieren. Nicht nur die Antiken, sondern auch aller Epochen. Und außerdem denke ich, was wir diese 600 Bewerber gehen mir andauernd durch den Kopf. Ich denke mir, wir sollten auf lange Sicht unseren Studiengang immens aufweiten und internationalisieren und dabei Longue-Durée das Ganze auf Englisch anbieten, weil die Sprachhürde Deutsch muss wegfallen. Also das muss dann natürlich mein Nachfolger übernehmen. Das, denke ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass das also sehr viel größer gefasst wird. Andererseits ist ein Studiengang, so wie wir das jetzt haben, mit 30 Teilnehmerinnen auch handsam. Also man müsste das dann in auch das Ganze, die ganze Personaldecke entsprechend verdoppeln oder so. Das wäre meine Vision. Ansonsten in der Zwischenzeit, weil das ja alles Zukunftsmusik ist, ist das Allerwichtigste, dass diese Trainingsprogramme weitergehen, gerade weil wir so immens in der Krise stecken mit diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, mit der Katastrophe in Beirut und diesem nicht enden wollenden Corona. Also das ist das Allerwichtigste, dass Deutschland sich hier einsetzt und Verantwortung zeigt. Ganz herzlichen Dank, Thekla. Herzlichen Dank an alle Diskussionsteilnehmer, insbesondere an die Referentinnen. Ganz herzlichen Dank aber auch an das aktive Publikum und seine Fragen. Ich hatte es gerade schon gesagt, das Experiment der TU und die Diskussion haben gezeigt, dass die aktuelle Situation uns zu kreativen Wegen, dazu zähle ich auch diese Diskussionsrunde, zwingt. Sie ermutigt uns aber auch dazu. Also ich finde, man kann das immer auch positiv lesen. Und wir werden damit weitermachen. Wir setzen die Diskussion fort. Ich darf Sie an dieser Stelle abschließend noch einladen zur nächsten Veranstaltung, die in 2 Wochen genau zur gleichen Zeit am 10. September von 17 bis 18 Uhr stattfinden wird. Dabei wird es als Einstieg in die gemeinsame Diskussion kein prominentes Einzelprojekt, sondern mehrere kurze Initiativen geben. Und der Schwerpunkt liegt auf Projekten und Fertigkeiten. Die Restaurierung wurde heute schon angesprochen, die vermeintlich ausschließlich hands-on durch die gemeinsame praktische Arbeit am Objekt vermitteln kann. Und die Frage, inwieweit es überhaupt möglich ist, praktische Erfahrungen online zu vermitteln, durch digitale Ressourcen insbesondere, wie Leitfäden, Lehrfilme, Tutorials, die das nicht ersetzen kann, aber zumindest unterstützen. Die Einladung mit weiteren Informationen geht Ihnen wie immer in den nächsten Tagen zu. Für heute danke ich den Referentinnen und Diskussionsteilnehmern nochmal für ihre Beiträge, den Kollegen in der Technik für den reibungslosen Ablauf und Ihnen, liebe Gäste, für Ihre Fragen und Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.